Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Control. Letztes Mal haben wir ein neues Machtgedingse bekommen, und zwar können wir jetzt Leute übernehmen. Das ist sehr wunderbar. Ja, genau, Hypnose-Labor, genau, das war das. Astralding, da mussten wir nicht hin. Da haben wir was vergessen. Hier ist Darlene. Einige von Ihnen fragen sich, warum ich die Tanks zur Reizabschirmung aufstellen ließ. Ich dachte, ich sorge für ein wenig Klarheit in dieser Angelegenheit. Einige von Ihnen haben bestimmt von einem Dr. Yoshimi Tokui gehört, dem Mann hinter dem immens populären geführten Bilderlebnisbänden. Offenbar gehen seine Bände über die übernatürliche übliche meditative Qualitäten solcher Sachen hinaus. Sie erzeugen echte halluzinatorische Versionen bei einigen Zuhörern. So heißt es zumindest in den Berichten. Wir haben die Tanks beschafft, um Dr. Turis Bände persönlich zu testen. Darüber hinaus kann es auch irgendwann zu stressreduzierten Anwendungen für die Mitarbeiter kommen. Ich denke, Sie alle könnten von ein wenig Zeit in einem dunklen, eingeschlossenen Raum profitieren. Denken Sie nicht? Nein, ich nicht. Wenn Sie noch mehr Fragen haben, dann besuchen Sie mich gerne in meinem Büro. Sie wissen ja, wo es ist. Ich nicht. Wo ist es? So. Alter. Und hier. Nee. Hier eingesperrt zu sein, Alter. Dr. Yoshimi Tokui, ein in Tokio wohnender Japaner, hat eine Reihe von Audioaufnahmen mit geführten Bilderlebnissen produziert, die weltweit große Beachtung fanden. Da es so ungewöhnlich schnell bekannt wurde und Berichte lebhafter also Versionen die Verwendung seiner Aufnahme begleiten, wurde der Untersuchungssektor damit betraut, Dr. Tokuis Laufbahn unter die Lupe zu nehmen. Wir haben in seiner Vergangenheit keinen Zwischenfall mit einem gewandelten Ergebnis noch irgendwelche Beweise für eine Beteiligung an einer gewandelten Organisation gefunden. Allerdings berichteten Agenten, die bei einer Autogrammstunde anwesend waren, von als sie Dr. Tokui sprechen hörten. Wir empfehlen dem Forschungsteam, eine Audioaufzeichnung von Tokuis Stimme zu beschaffen und sämtliche relevante Analysen durchzuführen. Entsprechend der Ergebnisse legt der Untersuchungssektor die nächsten Schritte hinsichtlich Dr. Tokui fest und bestimmt seine Eignung für das Primitivkandidatenprogramm. Okay. Hui. So. Kann ich da rein? Wieso ist hier alles aus schussfestem Material gemacht? Das ist
Sehr interessant, sehr. Warte mal, alle sind grün, bis auf die da, die ist rot. Heißt es, da ist jemand drin? Kann ich die öffnen? Wahrscheinlich nicht. Ja, hatte schon die Befürchtung, dass jetzt schon wieder so eine Armada von Leuten kommt. Okay. So. Ich gehe mal wieder zurück. So, wir überziehen gerade voll. Das heißt, oder warte mal. Nee. Okay. Ich habe nur vergessen, den Wecker zurückzustellen. So. Wir könnten hier auf jeden Fall mal Fähigkeiten übernehmen. 5% verlängertes Übernehmen. 20% mehr Energie. Oh, Belohnung zusätzlicher persönlicher Modifikationsplatz. Das ist super. 20% Energie. Oder mehr Leben. Oder mehr Schaden. Prozent auch noch. So, Waffenform. Wir haben noch zwei. Oh ne. Alter, ich... Achso, okay. Doch, ich hab da durchgeschossen. Krass. So, Nein, come on. Gut, warte, ich mach mal die Tür zu. Oder nicht? Ich nehme die Schnellreise. Ah, Gott. So. Hier, Wartung. Dann nehme ich den Kontrollraum. So. Marshall weiß etwas über Dylan. Ist er hier? Geht es ihm gut? Zuerst die HAV. Sie können alle retten. Auch Dylan, wenn ich ihn finde. Kannst du ihn schützen? So wie mich? War das ein Ja? Nee, falsche Richtung. So. Ich glaube, hier kann man gar nicht weiter, ne? Doch. Nach
nach links. So, so, so. Wir können jetzt auf jeden Fall in sehr viele neue Türen rein. Bis auf die. Forschungssektor, Wartungssektor, Wartung. Achso. Ich dachte gerade, der PC wäre abgekratzt. Kratzi, kratzi. Gön, gön, gön. So. Es sieht schon wieder ein bisschen zu rot aus für meinen Geschmack. Das hier. Untersuchen paranatürlicher Themen, Grenzbereiche. Das älteste Haus ist ein Ort im Fluss. Grenzbereiche tauchen ohne Warnung auf. Was der Grenzbereich bringt, birgt, können wir erst beantworten, nachdem er sich manifestiert hat. Die allgemein akzeptierte Theorie besagt, dass die Grenzbereiche Dimensionen sind, die auf einer Frequenz anders als uns unsere vibrieren. Vibrieren. Okay. Wenn diese Frequenz übereinstimmt, manifestiert sie sich. Manifestiert sich der Grenzbereich im ältesten Haus, das als funktioniert. Andere Theorien besagen, dass Grenzbereiche Paralleluniversen sind oder möglicherweise unsere eigene Realität zu einem anderen Zeitpunkt. Einige glauben, dass sich unsere Sammlung gewandelter Materialien auf das Haus auswirkt oder die Grenzbereiche anzieht. Wir wissen mit Sicherheit, dass die Grenzbereiche nicht permanent sind. Mit der Zeit wird sich ihre Frequenz ändern. Einige glauben, dass die Erde selbst nur ein weiterer Grenzbereich ist, der mit dem Grenzbereich verbunden ist. Ein Grenzbereich mit einem anderen Grenzbereich, oder? Ja. Und Wurzeln in einer anderen Realität hat. Diese Theorie mag unmöglich zu widerlegen sein, verursacht jedoch Kopfweh in allen, die davon erfahren. Sie wird daher aktiv abgelehnt. So. Das macht Kopfaua. Black Rock Process. Da brauchen wir nicht rein. Power Plant. Und hier. Viel Training. Da ist noch was zum Lesen. So, ich möchte hiermit offiziell gegen die unautorisierte Verwendung meiner Stimme in einer Qualität, die ich nicht zugestimmt habe, Beschwerde einlegen. Es wurde mir nicht mitgeteilt, dass man vorhatte, Material von Aufnahmen zu verwenden, die ich für einen Probedurchlauf gehalten hatte. Hätte ich davon gewusst, hätte ich der Verwendung dieser Aufnahmen nie zugestimmt. Ich verlange, dass die aufgenommenen Nachrichten für den Ranger-Trainingskurs ab sofort nicht mehr verwendet werden. Ich werde diese Erniedrigung von meinen Kollegen nicht tolerieren. Falls nötig, werde ich Personalabteilung einschalten. Werde ich die Personal. So.
Ja. Benzin, 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 voll viel Benzin. Das anscheinend aus. Also einfach das Lesen? Willkommen zum Ranger-Trainingskurs. Der Kurs muss in der vorgeschriebenen Zeit absolviert werden. Drücken Sie auf den Knopf, wenn Sie bereit sind. Ist das alles so? Ich mache Hindernisläufe schon immer. Bereit machen, Ranger. Kurs startet in 5, 4, 3, 2, 1. Los. Ah, da. Oh. Wow. Noch 45 Sekunden. Noch 30 Sekunden. Das ist so dämlich, dass meine rechte Maustaste nicht mehr funktioniert. Und jetzt? Ah, da. So, nochmal. Bereit machen, Ranger. Kurs startet in 5, 4, 3, 2, 1. Los! Nach 5 Sekunden. Nicht geschafft. Nochmal, Ranger. Hä? Wie? Ich hab's noch geschafft. Bereit machen, okay, Ranger. Noch einmal. Kurs startet in 5, 4, 3, 2, 1. Los. Noch 45 Sekunden. Los. Noch 30 Sekunden. Noch 15 Sekunden. Das werde ich jetzt auch nicht schaffen. Noch 5 Sekunden. Nicht geschafft. Normal, Ranger. Du mich auf, du peinliche Aufnahme. Okay, warte. Allein deswegen muss ich es noch einmal machen. Bereit machen, Ranger.
Das mit der rechten Maustaste nervt total. 3, 2, 1. Los. Oh, willst du mich verarschen? Noch 45 Sekunden. Komm schon. Noch 30 Sekunden. Warte, es schützt sich selbst. Heißt, das ist das Schutzschild, oder? Oh, ich freue mich auf das Schutzschild. Einfach durchgehen oder was? Das ist nicht gut. Kann ich währenddessen nicht schießen? Kann ich nicht mehr. Piu. Schon einen krassen Schaden. Aber schon echt ein bisschen nach Star Wars, ne? Sehr schön. Jetzt haben wir das Schild.
Geil. Oh. Gut, jetzt noch angeschaut. Ja! Irgendwie wollte ich jetzt gerade nicht ausprobieren, ob der Sniper dadurch schießen kann, weil ich kaum noch Leben hatte. Warte mal. Ging's. Nee, dahin ging's nicht durch. Gut. Dann haben wir jetzt sogar schon das Schild. Yeah. So, jetzt. Forschung, gehen Sie zur Ritualabteilung. 11 Sekunden. Nee, warte, das Ritualabteilung. Deshalb beginne ich dann, wenn ich da wirklich bin. Weil wenn ich jetzt schon wenn ich jetzt schon mit den Countdown anfange, dann warum? Das Gute ist ja, dass ich einen richtig schönen Damage habe. Easy peasy. Elevator brauche ich nicht. Energy. Vielleicht doch Elevator. Warte. Ich konnte doch vorher. Genau, erstens, ich habe ja noch Fähigkeitspunkte bekommen. Schild, stärkerer Schild. Mehr Energie. Ich konnte doch vorhin mit ihm noch reden, oder? Oh Gott, wenn das Ding hochgeht. Aha. Aber wo ist er hin? Hey, wo ist euer Boss?
Hey Simon, ich habe deine Nachricht bekommen. Genau wie Genau, wenn dich jemand im Sektor nach Arti fragt, sagst du ihm, dass du dich drum kümmerst und belässt es dabei. Arti, den Hausmeister. Unter keinen Umständen sollte ein Mitarbeiter seine tägliche Routine stören. Ich habe dir alles über ihn erzählt, was ich weiß, damit du mit seinen komischen Gewohnheiten besser klarkommst. Aber die Sache ist immer noch streng vertraulich. Ich habe auch deinen Bericht über deinen Steinbrucharbeiter gesehen, der ans Fundament spaziert ist. Es ist absolut richtig, ihn in Gewahrsam zu nehmen. Wir finden erst heraus, was er weiß, und entscheiden dann, was wir machen. Grüße, Lynn. BS. Falls es dir noch nicht aufgefallen sein sollte, zwischen Trench und Darlin stimmt etwas nicht. Ich weiß, dass das nicht gerade deine Stärke ist, aber halte dich da bitte raus. Und wo ist jetzt Simon? Hey. Oh, mich juckt es nach echter Action. Du bist fast gestorben, ne? Nur so. Wäre ich nicht da gewesen? Hört, hört. Wo geht's da lang? Ah, das kommt mir bekannt vor. Elevator, schon wieder. Genau, das ist der die ganze Zeit runterfährt. I remember. Da war ich schon drin. Ventilation. Gut, Ich halt besser die Augen offen. Es ist noch nicht ausgestanden. Ist das... Hallo. Hallo. Ist ein bisschen heftig hier oben, oder? Genießt die frische Brise, hm? Mach mal ein bisschen Pause. Nein, du hast dir Pause verdient. So, ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Runde. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal. Bye!